Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, heute möchte ich mal wieder ein gesellschaftsrelevantes Video machen. Das habe ich ja im letzten Jahr 2023 immer wieder gemacht, über den Israel-Krieg, über den Ukraine-Krieg, auch über die Dinge, die in den USA passieren, mit Donald Trump, den bevorstehenden Wahlen im November 2024. Gebt doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich auf YouTube und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du auch künftig keine gesellschaftsrelevanten oder auch geopolitischen Videos aus christlicher Sicht verpasst. Ich werde also dieses Jahr weiter Videos bringen über alle wichtigen Themenbereiche, heute über die Bauernproteste in ganz Deutschland. Wow, das erschüttert das ganze Land, dass die Bauern ihrer Wut, ihrem Zorn und Frustration Raum lassen über die Ampelregierung, über die immer strengeren EU-Richtlinien, was Düngemittel, alle möglichen Verordnungen anbelangt. Und wir werden uns das in diesem Video anschauen. Auch das dramatische Höfe sterben. In Deutschland gab es mal über 1 Million Bauernhöfe. Mittlerweile haben wir 250.000 und es sterben jedes Jahr 3% und mehr. Und es geschieht eine Verschiebung zu immer größeren Höfen, wo eigentlich nur noch größere Betriebe überleben können, aber die kleinen Bauern sich ihre harte Arbeit von 50, 60 Stunden kaum noch lohnt. Hier sehen wir die Bauernproteste, die diese Woche, also heute auch in Berlin, begonnen haben, vor dem Brandenburger Tor. 40.000 Bauern haben mobil gemacht und sagen, genug ist genug. Und wir wollen uns das in diesem Video anschauen. Wir haben flächendeckende Proteste der Bauern in ganz Deutschland. Hier wohne ich in Werneuchen, 20 Minuten vor den Toren Berlins. Und gestern schon war ein Hubkonzert und nicht abreißende Traktoren, die hier durch die B158 an unserem Haus vorbeigefahren sind. Und es ist also eine Protestwelle. Und ich habe mir gedacht, wow, wie gut, dass jetzt wirklich Leute mehr und mehr protestieren, dass die Bürger ihre Frustration mit einer verfehlten Klimapolitik, Asyl- und Immigrantenpolitik und dem, was in unserem Land schief geht, Luft machen. Ja, und mittlerweile sehen wir, dass 80% in Deutschland unzufrieden sind mit der Ampelregierung, mit der Leistung eines Olaf Scholz. Hier habe ich mal eine Folie über den Rückgang der Höfe in Deutschland, nur von 2018 bis 2020, also in 3 Jahren. Sehen wir hier in Bayern 13.860 Höfe verloren. Pro Jahr sind das 4.000 und mehr Höfe. In Baden-Württemberg 4.700. In Rheinland-Pfalz 3.800. Nordrhein-Westfalen 4.600. Niedersachsen 4.700 Höfe. Schleswig-Holstein 1.600. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen ein Gewinn von rund 200 Höfen in 3 Jahren. Aber was ist das mit dem Verlust von 30.000 Bauernhöfen im Rest des Bundesgebietes? Ja, und wir sehen hier auch interessante Zahlen. Höfe sterben in Deutschland. Anzahl und Größe landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland 2020. Und das ist eine erschreckende Statistik, die wir hier sehen, dass also kleinere Betriebe mit weniger als 5 Hektar, vielleicht könnt ihr es sehen, ganz oben, sind 21.600 Betriebe nur noch. Die sind geschrumpft um 21%. Und Betriebe zwischen 5 und 10 Hektar sind nur noch 44.600, sind am Schrumpfen. 10 bis 20 Hektar, 52.000 Betriebe in Deutschland, um 17% geschrumpft. 61.000 Betriebe haben noch 20 bis 50 Hektar. Und dann sehen wir 100 Hektar bis über 1.000 Hektar. Das sind die Betriebe, die wachsen. Das heißt, wir haben nur noch Großbetriebe mehr und mehr, die wachsen und die anderen kleinen mittelständischen Betriebe, Bauernhöfe schrumpfen. Und Corona und natürlich jetzt auch der Ukraine-Krieg
2020, 21, 22 hat das Höfesterben in Deutschland beschleunigt. Ja, immer mehr Inflation, die Energiepreise sind gestiegen durch die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 und der Ukraine-Krieg, dafür ist Geld da. Deutschland liefert Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt an Waffenlieferungen. Die Bundeswehr hat ihren Etat auf 100 Milliarden aufgestockt. Und jetzt hat die Bundesregierung also beschlossen, dass die Dieselsubventionen für die Bauern gestrichen werden und sie verlieren dadurch eine weitere Milliarde für, was für kleine Betriebe unglaublich viel Geld ist. Das sind also Millionen Euro, die hier Kleinstbetriebe verlieren. Also eine Milliarde spart unsere Bundesregierung an Bauern, aber gleichzeitig haben wir Flüchtlingsbudget. Für Immigranten in unser Land haben wir ein Budget von über 30 Milliarden. Und kein Wunder, dass die Bauern frustriert sind. Wie haben sich Anzahl und Größe der Betriebe der Landwirtschaft entwickelt? 1995 sehen wir hier noch, dass es noch insgesamt 555.000 Betriebe gab. Im Jahr 2000 100.000 weniger in 5 Jahren. 2005 396.000, 2010 300.000, 2020 262. Heute sind es unter 250.000. Ich habe jetzt Zahlen gelesen, dass in weiteren 10 Jahren die Zahl bei den Trends sich nochmal halbiert. Dass wir also nur noch 120.000 Betriebe haben werden. Hier die durchschnittliche Fläche ist immer weiter nach oben gegangen. Das heißt, die kleinen Betriebe sind vom Aussterben bedroht. Das ist ein Versagen der Politik. Es hat im Jahr 2017, 18 Bauernproteste sehr gewaltsam in Frankreich gegeben. Und da hat ein Michel Houellebecq Serotonin geschrieben als einen dramatischen Roman, Serotonin, über die verzweifelte Lage französischer Landwirte. Und sie gingen auf die Straße in offener Gewalt in ganz Frankreich. Da waren ja die Medien voll damit. Und Frankreich ist immer einige Jahre voraus mit dem, was dann in Deutschland passiert. Und er beschreibt in diesem Roman Serotonin das Höfesterben, die dramatischen Auswirkungen. Und das ändert das ganze soziale Klima auf dem Land. Weil die Bauernhöfe schaffen die Kultur, schaffen den sozialen Zusammenhalt. Und wenn die Bauernhöfe sterben, zu Zehntausenden wie in Frankreich und in Deutschland, dann gibt es hier eine unglaubliche soziale Kälte und ein soziales Sterben der Kultur. Und sie gingen also in Verzweiflungsaktionen in Frankreich auf die Straßen und haben in Paris und im ganzen Land demonstriert. Und jetzt, 5 Jahre später, erleben wir das in Deutschland. Ich habe an die Bauernproteste gedacht vor 500 Jahren, die damals Thomas Müntzer angestachelt hat, gegen den Adel, gegen die Aristokraten, ja, zu Luthers Zeit. Und das waren gewalttätige Unruhen der Bauern. Und heute haben wir natürlich ganz andere Bauernaufstände, aber immer wieder haben wir erlebt, dass die Bauern zuerst aufstehen gegen gesellschaftliche Unruhen, die die Politik bringt. Das war in den USA so, in Frankreich so. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, Fremd in ihrem eigenen Land. Und ich denke, die Bauern, die noch mit dem Land tiefer verwurzelt sind, erleben eine ungeheure Empörung, dass durch schlechte Politik sie nicht mehr leben können von ihrer Hände Arbeit. Gestern gab es in Reportagen Bauern, die gesagt haben, sie arbeiten 40, 50 Stunden, aber sie können nicht einmal mehr sich selbst ernähren von ihrer Landwirtschaft. Und sie müssen Nebenjobs in anderen Bereichen der Region annehmen, weil die Landwirtschaft sie nicht mehr ernähren kann.
Und mittlerweile haben wir so viel Fleisch und Gemüse und Agrarprodukte, die importiert werden, billig nach Deutschland. Und unsere Bauern können ihre Erzeugnisse nicht mehr vernünftig vermarkten und abgeben. Also das sind dramatische Folgen, die wir hier sehen. Und hier sehen wir, jetzt reicht es nicht mit uns. Ja, die Bauern sind verzweifelt in Deutschland und sie gehen deswegen auf die Straße. Ich habe hier bei Wikipedia einen Artikel über Höfe sterben. Das gleiche passiert in Österreich und Schweiz. Und ich lese mal hier die Situation. 1971 gab es noch 1.017.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Und dann im Jahr 2001, also nur 30 Jahre später, waren es nur noch 448.000 Betriebe. Das muss man sich mal vorstellen, dass soziale Leiden und von Familien, die ihre Betriebe und Höfe verloren haben, fast 600.000 weniger Betriebe in 30 Jahren. Und im Jahr 2012 war die Zahl zurückgegangen auf 288.000 Betriebe. Und heute sind wir bei 250.000. Das heißt, 1971 noch über 1 Million und dann insgesamt 50 Jahre später 750.000 Betriebe verloren. Wow, das ist ein dramatischer Einbruch und Sterben von Biobetrieben, auch von Farmen. Und kein Wunder, dass die Bauern ihrer Verzweiflung Luft machen. Ich lese einmal kurz in Österreich zum Vergleich. In Österreich ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 1990 bis 2005 von 280.900 auf 189.000 zurück. 100.000 Betriebe in Österreich in nur 15 Jahren vernichtet durch EU-Maßnahmen und durch ungerechte Politik, wo der einfache Bürger nicht mehr gehört oder ernst genommen wird. Eine Untersuchung zwischen 1991 und 2004 ergab, dass auch der biologische Landbau Österreichs einen Strukturwandel nach dem Prinzip wachsen oder weichen sich vollzieht. Das heißt, Politik sollte eigentlich den einfachen Bürger und kleine Bauern und kleine Betriebe schützen. Aber was tun sie? Sie liefern sie sozusagen ans Messer und sie müssen ihre Betriebe verkaufen an größere Betriebe, weil die Politik versagt hat. Hier ein Artikel der Welt darüber, die Tragik der neuen Protestbewegung, die um ihr Überleben kämpft. Und er sagt hier, dass ein Versagen der Politik ist, dass sie keine Konzepte entwickelt hat für eine vielfältige Landwirtschaft, die Zukunft hat. Ein Versagen der Politik, dass die Landwirtschaft überwiegend als Klimafolgenproblem betrachtet wird von der Ampelregierung, ja, von den Grünen und auch SPD. Und Bauern und Handwerker haben mittlerweile eine ähnliche Marginalisierung, also an den Randdrängung ihrer Interessen erlebt. Viele stehen mit dem Rücken zur Wand, mit Arbeitszeiten, die selten unter 50 Stunden in der Woche liegen. Also das ist eine unglaubliche Dramatik. Das Buch Sprüche in der Bibel sagt hier, ich will das einmal vorlesen, Sprüche 29, Vers 2 von Salomo, wenn Gerechte zahlreich sind, freut sich das Volk. Wenn aber ein Gottloser herrscht, seufzt und stöhnt das Volk. Was ist gerechte Politik? Das ist Politik, die sich ausrichtet an Gottes Ordnung und Prinzipien, von Saat und Ernte, von dem, was einem Land, einem Volk dient. Aber mittlerweile haben wir durch Davos Globalismus, globale Interessen. Die EU erlässt Gesetze, die Deutschland, die den Bauern schaden. Und es geht nicht mehr darum, was dem einfachen Bürger dient, sondern was irgendwelchen Interessenclubs dient. Zu viel ist zu viel, sagen die Bauern hier. Bauernprotest erreicht das Regierungsviertel. Schauen wir uns mal die Banner hier an, ja? Und
kann man jetzt nicht lesen. Ampelirrsinn nicht auf dem Rücken der Bauern. Was ist der Ampelirrsinn? Den Krieg in der Ukraine seit 2 Jahren zu führen und zu fördern gegen Russland. Nicht wirklich diese Mittel. Wir sind mittlerweile der größte Kriegsförderer und Finanzier der Ukraine, die den Krieg eigentlich schon verloren haben. Und dann, dass wir das Immigranten-Zufluchtsland Nummer 1 sind, dieses Jahr über 300.000 Immigranten. Ja, die Altersarmut steigt, Kinderarmut steigt. Es ist für Immigranten 30 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland da, aber die Bauern müssen kämpfen um ihr Überleben. Stirbt der Bauer, stirbt das Volk. Ja, wie wahr ist das? Scholz und Co. machen uns K.O. 150 Landwirte demonstrierten hier mit ihren Fahrzeugen gegen Sparpläne der Regierung in einer Region Deutschlands. Also das ist eine Dramatik, die wir hier sehen, die in allen Gesellschaftsbereichen ja zunimmt. Wir haben die letzten Jahre, auch durch Corona, hunderttausende Insolvenzen gesehen und erlebt. Und wir haben gehört, 750.000 Betriebe allein in 30 Jahren kaputt gegangen. Das sind stille, schweigende, dramatische Dinge, die sich in deutschen Familienbetrieben ereignen. In Hosea 4,6 sagt der Prophet Hosea, mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Und Gott sagt hier in Hosea 4,6, weil du Erkenntnis Gottes und seiner Wege verworfen hast, darum verwerfe ich auch dich. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. Und ich denke, das sind die biblischen Perspektiven und Auswirkungen, dass immer mehr Leid entsteht in unserem Land. Entfremdung des Landes von der Stadt Berlin, von den Bauern auf dem Land. Und wir erleben das die ganzen letzten 3 Jahre durch die Corona-Krise, denn der Ukraine-Krieg, Zerstörung von Nord Stream, Energiepreise gehen durch die Decke, Benzin, Spritpreise, ja. Und das ist natürlich, was kleine mittelständische Betriebe an den Rand des Abgrunds bringt. Hier vor dem Brandenburger Tor. Ich zitiere einmal diesen Artikel hier, auch aus der Welt. Die Politik sollte gut zuhören, wenn 40.000 Bauern in Berlin ihrem Unmut und ihrer Verzweiflung Luft machen. Denn nicht nur die Klimabewegung verdient es, Beachtung zu finden. Kommentar eben des Chefredakteurs des Merkur. Am Freitag wird die Klimabewegung der Politik wieder ihre gewaltige Macht demonstrieren mit Protestmärschen von Hunderttausenden Land auf Land ab. Gemessen daran sind 40.000 Bauern, die in Berlin ihrer Verzweiflung Luft machen, aus Sicht der Regierung eine vernachlässigbare Größe. Und das ist ja, was die Politik wirklich immer wieder heruntergespielt hat, dass sie sagen, ja, das sind ja nur 40.000, was sind das schon für Zahlen? Aber dahinter stecken Hunderttausende Familien, die also an den Rand des Abgrunds gedrängt werden. Ja, ich wollte darüber ein Video machen. Ich will jetzt die nächsten Tage ein Video machen über 10 Trends, für 2024, wohin geht die Reise Deutschlands, Europas und der Welt? Also abonniere meinen YouTube-Kanal, verpasse keine Videos, die ich dieses Jahr mache. Ich werde auch Videos machen über die Präsidentschaftswahl, wo Donald Trump mit allen Mitteln bekämpft wird. Manche Bundesstaaten wollten sogar verbieten, gegen die Verfassung der USA, dass er überhaupt kandidieren kann, weil die radikale Linke Angst hat vor Antiglobalisten und vor Präsidenten und einer Regierung, die Politik für das Land macht und nicht für Davos oder für irgendwelche Agenda von Leuten, wie wir das auch in Deutschland haben, die mehr globalistische und EU-Politik machen als Politik im Sinne der Bürger. Wer regiert denn überhaupt? Ich habe gerade gelesen, ja, wenn die Regierung schlecht ist, stöhnt das Volk. Wer regiert überhaupt in Deutschland? Ich denke, es sind Ideologen,
aus einer sehr linksradikalen Richtung, Neomarxisten. Auch Olaf Scholz war früher Teil der marxistischen Liga. Ich habe ja in Videos gesagt, ich habe auf demselben Gymnasium Hegen in Hamburg-Rahlstedt Abitur gemacht wie er. Es ist unvorstellbar, dass er unter vielen meiner marxistischen Lehrer gelernt hat. Mich hat das in die Politik gebracht, frustriert, der CDU, Jungunion, Schülerunion. Olaf Scholz war mein politischer Gegner. Er hat 7 Jahre vor mir Abitur gemacht. Also ich glaube, es regieren heute ideologische Neomarxisten und der Marxismus will das alte, bewährte umstürzen und alles alte schlecht und ein utopisches, sozialistisches Neues schaffen. Aber da erleben wir eben Kontrolle, dass die Bauern auch sagen, redet mit uns, nicht über uns. Das Narrativ der Bauernprotestbewegung ist, wir erleben eine bauernfeindliche Regierung. Ja, darüber kann man sicherlich streiten, aber wenn wir das Sterben der Bauernhöfe zu Hunderttausenden erleben, dann kann man sagen, da ist ein bauernfeindliches Regieren in unserem Land und in Europa. Ja, das waren meine Gedanken dazu. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht. Ich denke, was die Bauern jetzt als Protest auf die Straße bringen, das könnten auch die Gaststättenbetriebe machen, das könnten auch die Lehrer machen, das können die Ärzte machen, die Kinder, die unter dem Maskenzwang und Corona-Zwang gelitten haben und geschädigt wurden. Also ich glaube, ganz viele Gesellschaftsbereiche leiden unter der Ampelkoalition, unter der Ampelregierung. Schreibt eure Kommentare und danke für dein Abo meines YouTube-Kanals. Bis zum nächsten Video. Gottesreichen Segen.